Hallo und Servus beim Moderner Landwirt. So, jetzt ist es wieder soweit. Ich glaube, wir müssen mal wieder handeln und mal ein Zeichen setzen. Und da finde ich die grünen Kreuze eigentlich nicht schlecht. Weil immer mehr Betriebe müssen mittlerweile aufgeben. Und wenn es so weitergeht, dann haben wir bald keine landwirtschaftlichen Betriebe mehr. Und man sieht ja das gerade aus den Kennzeichnungen mit 5x D. Was ist denn daraus geworden? Echt schade, so wie es momentan läuft. Aber mei, dann setzen wir halt ein Zeichen. Hashtag grüne Kreuze. So, wir haben uns da eben auch für einen Weg entschieden. Und zur Erklärung ist eigentlich auch immer gut. Wenn man sich den Zettel holt, gibt es eben auch beim Bauer Willi oder auch bei uns. Und jetzt nur mal wegen unserer Betriebe. Das, was jetzt gerade mit den Schweinebauern passiert. Wir müssen echt aufpassen. Energiewende, recht und schön. Aber wo kommt in Zukunft unser Essen her? Und das geht jetzt nicht nur um die Schweinebauer, es geht auch um die Ackerbauern. Keiner kann mehr richtig davon leben. Und wenn man sich ja die Zahlen anschaut, es sind immer weniger Betriebe geworden. Aber die großen Betriebe, die werden immer größer. Und das sollte uns mal zum Denken geben. Also, Zeichen setzen. Apropos, du Thomas, Bauer aus der Mark, wie schaut denn das eigentlich bei dir aus? Was sagst du zu dem ganzen Thema? Ja, bei uns gibt es auch grüne Kreuze. Wir stellen grüne Kreuze für unsere Betriebe, die von der Politik drangsaliert werden. Ständig neue Auflagen, ständig niedrige Preise vom Handel, ständig die Bauflut aus der Stadt. Wir dürfen nicht umbauen, weil wir keine Genehmigung kriegen. Aber Straßen, Gehwege, Häuser, Wohnsilos werden ruckzuck gebaut. Nur wir können nicht investieren, weil wir auch keine langfristigen Finanzierungsziele mehr haben. Denn jedes Jahr ändert sich irgendwas, ob nur Tierhaltung, Pflanzenproduktion, Gemüseproduktion. Jeder denkt, wie lange können wir noch durchhalten? Viele geben auf. Siehe Schweineproduktion. Aber auch Rinder und Schafe verschwinden, so langsam aber sicher. Gemüseproduktion in Deutschland knapp 25%. Obst 30%. Ja, ihr seid die Verbraucher. Ihr bestimmt, was wir produzieren sollen. Aber für billig können wir nicht. Wir müssen von unseren Produkten leben können. Von unserer eigenen Hände Arbeit. Arbeit, die wir mit Herzblut auf unseren Höfen machen. Ihr seid die Bestimmer. Ihr seid die Verbraucher. Ihr könnt den Handel reglementieren und die Politik. Lasst uns gemeinsam aufstehen gegen diese Politik. Der Bauer aus dem Markt.